Im Hundesportverein Willingen gibt es eine neue Sportart. Bei der Rally Obedience müssen Hunde die Befehle ihres Herrchens größtenteils an Mimik und Gestik erkennen und dabei Stationen eines Slaloms ablaufen. Rally Obedience ist ursprünglich ein englischer Sport und heißt Unterordnung. Und so bleiben die Hunde dann auch geduldig liegen, bis das Herrchen sie endlich wieder zu sich ruft. Dafür gibt es aber auch während des Slaloms eine Belohnung, was durchaus gewollt ist, sagt die 53 Jahre alte Sabine Klause. Dürfen den Hund loben während der Aufgabe. Wir dürfen mit ihm kommunizieren. Das ist einfach, das ist nicht so eine, ja, nicht so eine ernste Sportart ist, dass man Spaß haben soll daran, mit dem Hund Spaß haben. Etwas schwerer wird es, wenn unter diesen blauen Abdeckungen Fleischwurst liegt. Denn bereits daran zu schnuppern, würde im Wettbewerb einen Punktabzug bedeuten. Wenn der Hund den Slalom dann erfolgreich hinter sich gebracht hat, gibt es für ihn wieder ein Leckerli zur Belohnung und dann können alle in den wohlverdienten Feierabend gehen.